Wenn Irans Machthaber ihre Truppen, Raketen und Drohnen in Teheran auffahren lassen, dann gibt es kaum Zweifel, gegen wen sich diese Waffenschau und der geballte Hass des Mullah-Regimes richten. Und wenn in Teheran israelische Flaggen brennen, dann ist einer meist nicht fern. Hossein Salami, Anführer der Al-Quds-Brigaden. Al-Quds ist das arabische Wort für Jerusalem und dessen Untergang steht für ihn bevor. Das israelische Regime zu stürzen ist nicht schwer. Es kann nur dank Amerika überleben. Seine Tage von Ruhe, Wohlstand und Sicherheit sind gezählt. Herrn Salamis Elitetruppe, mindestens 5000 Mann, stark ist der Auslandsarm der berüchtigten iranischen Revolutionswächter. Ihre Mission? Eine sogenannte Achse des Widerstands bauen und Verbündete gegen Israel organisieren und ausrüsten. Durch sie führt Teheran Milizen im Nachbarland Irak. In Syrien halfen sie Diktator Assad. Im Libanon unterstützt Iran die Hisbollah und deren Raketenterror. Es rüstet im Gazastreifen die Hamas-Terroristen auf und es dirigiert auch die Houthi-Miliz in Jemen. Erst in deren Krieg gegen Saudi-Arabien und nun bei ihren Attacken gegen die Handelsschiffe im Roten Meer. Jedes Jahr, so schätzen israelische Experten, überweist Teheran rund 1 Milliarde Euro an diese Milizengruppen. Weil sie in der ganzen Region aktiv sind, werden Al-Quds-Militärs auch immer wieder Ziel von israelischen und amerikanischen Raketenangriffen. So wurde erst im Dezember der Al-Quds-General Mousawi bei einem israelischen Luftangriff in Syrien getötet. Wenn sich Jemens Rebellen vor ihren Propagandakameras aufbauen, um ihre Macht zu feiern, dann muss man nicht lange nach den Gemeinsamkeiten mit ihren iranischen Glaubensbrüdern suchen, die weit über das Flaggenschänden hinausgehen. Auch sie wollen Israel vernichten. Dass sie mit ihren Aktionen gegen Handelsschiffe Militärschläge westlicher Mächte provozierten, ist in ihren Augen kein Rückschlag, sondern eher ein Ritterschlag. Sie sind erfahren, selbstbewusst und haben mehr als ein Jahrzehnt saudischer Luftangriffe überstanden. Heute sehen sich die Houthis als Sieger des jemenitischen Bürgerkrieges. US-Luftangriffe bedeuten, dass sie ihre Hardliner-Ideologie noch leichter verbreiten und Zehntausende neuer Rekruten mobilisieren können. Im Jemen, diesem wilden Land, in dem die Männer den Krummdolch am Leib tragen, wie Männer andernorts einen Schlips, erklärte die Rebellenarmee der Houthis den Israelis nach dem 7. Oktober den Krieg. Damit können sie auch vom Elend und dem Hunger in ihrem Land ablenken, denn genau wie die Taliban sind auch diese rückwärtsgewandten Islamisten eher unfähig, ein Land zu regieren. Dafür, und auch das erinnert an die Taliban, geben sie sich unbesiegbar, wie der Militärsprecher im ZDF-Interview herausstreicht. Angefangen mit den Römern haben wir den größten Mächten getrotzt, dann den Portugiesen und dem Osmanischen Reich und schließlich auch den Briten. Sie alle haben sich hier die Zähne ausgebissen. Jemen ist ein Friedhof für jeden Angreifer. Mit solchen Kraftsprüchen und der Unterstützung für die Palästinenser verschaffen sie sich den Respekt der arabischen Straße. Nach der Gaza-Offensive kocht dort der Zorn auf Israel. Eine Regierung, die die Houthis kritisiert, liefe Gefahr, die eigene Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Nicht einmal Ägypten, das durch die vielen Schiffsumleitungen jeden Tag bares Geld am Suezkanal verliert, konnte sich entschließen, die Piratenaktionen der Jemeniten zu verurteilen. Die haben sie von ihren Vorbildern aus Iran abgeschaut, die ja selbst immer wieder Aktionen gegen die Schifffahrt durchführen. Und den Houthis ihre modernsten Lenkwaffen zur Verfügung stellen. In Israel kam bisher keine an, aber niemand kann garantieren, dass der Konflikt nicht doch noch außer Kontrolle gerät.
Die US-Geheimdienste sind sicher, dass Teheran nicht an einem Krieg mit den USA interessiert ist, aber gleichzeitig doch eben die Strategie der Nadelstiche durch Houthis und Hisbollah unterstützt. Ein Tanz auf dem Vulkan, und genau das soll Joe Biden an das Ayatollah-Regime kommuniziert haben. Wenn Amerikaner bei diesen Angriffen sterben, dann könnte es eine direkte, harte Antwort aus Washington auch gegen Iran geben. Ein enger Mitarbeiter Joe Bidens hat uns in einem Hintergrundgespräch bestätigt, der Präsident wird nicht zögern, um Amerikaner und die Schifffahrt in der Region zu schützen. Es waren schließlich die USA, noch unter ihrem Präsidenten Donald Trump, die den Unruhestiftern in Nahost ihren bislang wohl schwärzesten Tag bereitet haben. Vor 4 Jahren tötete eine amerikanische Rakete den Anführer und Architekten der Achse des Widerstands, Qasem Soleimani. Auch wenn der damalige Chef der Al-Quds-Brigaden es selbst nicht mehr erlebte. Sein blutiges Lebenswerk hat ihn überdauert. Seine Schattenkrieger bedrohen weiter die ganze Region.